Im Landkreis Tübingen engagieren sich hunderte Ehrenamtliche in etwa 40 Initiativen vor Ort für Flüchtlinge. Eine große Aufgabe, findet Landrat Joachim Walter. Deshalb trafen sich Ehrenamtliche und Interessierte im Tübinger Landratsamt, um sich bei einer Tagung über die Tübinger Flüchtlingshilfe auszutauschen. Ohne ehrenamtliche Helfer geht es im Bereich der Flüchtlingshilfe nicht. So die klare Meinung von Tübingens Landrat Joachim Walter. Die Behörden allein können die Integration von Flüchtlingen nicht bewerkstelligen. Es bedarf wirklich der Interaktion und des täglichen Kontakts zu Menschen, die Geflüchtete begleiten und motivieren, die Integration weiter mutig anzugehen. Eine dieser Personen ist Doris Gassel. Seit 2 Jahren hilft sie Flüchtlingen bei deren alltäglichen Problemen und Sorgen. Weil ich schon sehe, dass es Menschen sind, die hierher kommen, die wirklich echte Probleme haben und die diese Hilfe auch brauchen und auch, um vielleicht da keine Eskalation in Punkt Aggression oder so hochkommen zu lassen. Also alles ein bisschen, damit sie sich, sagen wir mal, so einfach wohlfühlen können in Deutschland, soweit es möglich ist. Die Zusammenarbeit mit den Behörden könnte in den Augen der Flüchtlingshelferin besser laufen. Die dürften ruhig etwas kooperativer sein und mehr informieren, so Gasse. Der Landkreis habe laut Landrat Joachim Walter hier konkrete Ziele. Eine Einbindung des Ehrenamtes in einer Form, die tatsächlich die Potenziale nutzt, auf der einen Seite, aber auch Überforderung der Ehrenamtlichen verhindert. Wir haben das unter der Überschrift Integrationszielvereinbarungen gefasst. Ein Prozess, womit den Geflüchteten der weitere Integrationsweg besprochen wird, die Potenziale auch, die Möglichkeiten eruiert werden, die da sind. Da ist nicht nur der Rat der Ehrenamtlichen wichtig, sondern umgekehrt auch die Transparenz von Entscheidungen, die da fallen. Und hier wollen wir eigentlich das Ehrenamt konkret im Einzelfall einbinden. Hierbei gelte es nicht nur zu erörtern, wo es den neu angekommenen Flüchtlingen fehlt, sondern auch diejenigen nicht zu vergessen, die schon seit Jahren in Deutschland leben, sich aber noch nicht vollständig integrieren konnten.